Herzlich willkommen bei der LOPEC 2011 hier in Frankfurt. Björn Prindt ist natürlich wieder für Sie unterwegs und wir gucken natürlich, was wir hier an aktuellen Neuigkeiten für Sie auffangen können, was natürlich auch vielleicht interessant wäre für die Druckindustrie. Und nun gibt es einen alten Traum der Druckindustrie, nämlich das Drucken von gedruckter Elektronik, und viele sind da schon ernüchtert worden. Und eine Sache, die hier gestern Abend auch mit ein bisschen Tamtam eröffnet wurde, ist die Maschine hier neben mir, das orangefarbene Ungetüm von der Firma 3D Micromac aus Chemnitz, ein deutsches Unternehmen, das eben auf Basis von Inkjet nur in der Lage ist, entsprechende Leiterbahnen zu drucken und das auf spezielle beschichtete Folien. Ich glaube, die sind von Mitsubishi, die mit Keramik entsprechend beschichtet sind. Das Ganze ist sehr interessant, weil das nämlich auf Basis von Inkjet passiert. Da drin ist ein Inkjet-Kopf von Dimetics Fujifilm, der mit 400 dpi direkt auf die Folie druckt. Und das ist natürlich wieder hochinteressant, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass diese Maschine gekapselt ist und somit eigentlich auch in einen Print-Produktionsprozess einbindbar wäre. Das heißt also, im Drucksaal Platz hätte, theoretisch. Wie sich das entwickelt, werden wir uns nachher noch angucken. Es gibt also noch die Möglichkeit, hier auf Björn Prindt weitere Filme anzuschauen. Respektive, Sie können es sich natürlich auch noch mal in Sachen Vortrag anhören. Am 2. Februar 2012 in Essen beim Synergiekongress Funktionales Drucken. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und wer weiß, vielleicht haben wir da auch Neuigkeiten von den Kollegen hier. Aber es gibt noch mehr zu sehen von auf Björn Prindt zum Thema LOPC 2011. Viel Spaß dabei.